Das neue Tern 20 Zoll Faltrad BYB Bring Your Bike bringt einen neuen Faltmechanismus, der speziell für Pendler und Citybetrieb von Vorteil ist. Laut Tern ist das BYB im gefalteten Zustand bis zu 30% kleiner als bisherige 20 Zoll Falträder. Dank des schlauen Faltsystems lässt sich das BYB überdies im gefalteten Zustand bequem rollen. Dazu sind am Gepäckträger zwei bürostuhlähnliche Rollen angebracht. Das Falten läuft etwas anders ab als sonst. Es gibt neben der faltbaren Lenkstange zwei Faltverschlüsse am Rahmen, die bedient werden müssen. Das bedeutet, man hat insgesamt drei Faltsegmente am Rahmen statt wie sonst meistens zwei. In dieser Öffnung wird das Vorderrad beim Einfalten fixiert. Beim Auffalten muss dann ein kleiner Metallbügel bedient werden. Das ist am Anfang fiddelig, aber man gewöhnt sich daran. Nach dem Falten kann das BYB auch hochkant abgestellt werden, was die Unterbringung in schmalen und vor allem wenig tiefen Schränken oder Regalen erleichtern soll. Mit einem passenden Transportüberzug lässt sich das Tern etwa in Öffis diskret transportieren, wie übrigens in manchen Ländern vorgeschrieben. Als Zubehör gibt es einen passgenauen Koffer, um das BYB etwa auch auf Flugreisen mitzunehmen. Das BYB fährt sich überaus stabil und solide, man wähnt sich auf einem deutlich größeren Fahrrad. Leichtfüßigkeit und Wendigkeit überzeugen noch dazu. Tern hat mit dieser neuen speziellen Rahmenkonstruktion offenbar ganze Arbeit geleistet. Der vielfach verstellbare Vorbau erleichtert das Finden der persönlichen Lieblingssitzposition. Der vorhandene Gepäckträger hält nicht nur die Rollen für den Schiebebetrieb, er nimmt etwa auch Ortlieb-Packtaschen bestens auf. Umfangreiches und praktisches Tern-Originalzubehör sorgt für zusätzliche Praxistauglichkeit, was den Alltagsbetrieb noch einfacher macht. Das gefahrene 14,3 Kilogramm schwere BYB P8 kommt mit einer 8-Gang-Kettenschaltung. Das BYB wird auch als S11 mit 11-Gang-Kettenschaltung und 12,7 Kilogramm Gewicht angeboten. Alles in allem findet man im Tern BYB ein höchst zeitgemäßes, hochwertiges und schlau konstruiertes Alltags- und Freizeitfaltrad vor. Spaß, Praxistauglichkeit und Qualität sind hier vereint, was sich auch am Preis zeigt. Das P8 kostet laut Presseinfo 1.299 Euro, das leichtere S11 2.199 Euro. Marktstart in Europa ist noch im Sommer 2019.